herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei H&R in Lennestadt. Und ich hoffe, dass Selo ordentlich was mit dem Expo in der letzten Zeit getrieben hat und wir heute endlich zum eigentlichen Thema kommen, und zwar dem neuen Fahrwerk für den Expo. Ich bin gespannt. Im letzten Video haben wir euch ja schon mal die Federnfertigung gezeigt. Ich hoffe, dass wir Ähnliches heute mit dem Thema Stoßdämpfer nochmal machen können, weil das Thema Stoßdämpfer ist einfach deutlich technischer und detaillierter. Und ich habe mir da auch schon jede Menge Fragen zu überlegt. Und ja, jetzt warten wir mal ab, dass Selo uns gleich abholt. Ah, hallo! Auf die Sekunde. Wie geht's euch? Ja, ich habe schon mal angekündigt, dass wir in der letzten Folge Federn gemacht haben, heute Stoßdämpfer und dann auch endlich, hoffentlich, Expo-Fahrwerk. Fertig. Kommt rein. Ja. Was auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so das einzige Auto, was es gibt, wo man ein Fahrwerk einbaut und das Thema Höhe eigentlich scheißegal ist. So tiefer Legung, ne? Ja. Also scheißegal im Sinne vom optischen her. Ja. Ne? Weil es A gar nicht auffällt. Genau. Weil die Abdeckung eh fest am Rad sind. Genau. So, das heißt, da wird nichts hier flacher, tiefer schleifen oder ähnliches. Ne? Und klar, Karosseriehöhe wird man da auch wahrscheinlich eh immer eher nach Performance als. Die Bodenfreiheit ist hier halt das Problem. Ne? Du musst halt natürlich ausreichend über Bodenfreiheit verfügen. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, wie wir die Abstimmungsfahrten gemacht haben. Und ich das Auto auch mal des Öfteren im Rückspiegel hatte, das sieht natürlich schon sehr, sehr böse aus. Ne? Ja. Also im Rückspiegel denkst du, da kommt ein UFO angeflogen. Ja, klar. Das gerade ist auch Wahnsinn. So diese Farbkombination Orange, ja. Weiß, Schwarz ist halt krass auffällig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sehe, hier ist ein Dämpfer schon mal drin. Also ich habe mit den Kollegen zusammen etwas vorbereitet für euch, damit wir natürlich auch euch als Zuschauer mal erklären können, was wir hier tatsächlich gemacht haben, was es komplett mit der Abstimmung auf sich hat. Weil ich finde immer, jetzt auch deinen Zuschauern zuliebe, die wollen ja ein bisschen was sehen. Ne? Also es geht ja nicht darum, okay, hallo, hier, Fahrwerk ist drin, fährt schön, danke, tschüss. Macht für mich an sich keinen Sinn, weil ich habe ja auch in den Kommentaren gelesen, dass da wirklich interessierte Jungs dabei sind und auch Mädchen, also natürlich Männlein wie Weiblein, dabei sind, die wirklich interessiert sind, was denn hier tatsächlich im Detail passiert ist. Und deswegen hatte ich mit den Jungs besprochen und hatte halt gesagt, so pass auf, das ganze Auto machen wir komplett fertig. Fertigen aber einen komplett zweiten Stoßdämpfer an und bauen für euch, wenn das Auto fertig ist, trotzdem noch mal einen Stoßdämpfer aus und zeigen euch mal auch auf dem Prüfstand, wie das Ganze funktioniert und was wir da auch überhaupt gemacht haben, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, was haben die Jungs da überhaupt gemacht. Ja? Genau. Prüfstand heißt? Wir haben einen Dämpferprüfstand, da wird der Dämpfer eingespannt, wird dann natürlich komplett abgefahren und anhand eines Diagramms kannst du die Beschaffenheit und auch die Abstimmung vom Stoßdämpfer erkennen. Mhm. Genau. Ne? Zug, Druckstufe, Low Speed, High Speed, das sehen wir dann alles. Das zeige ich euch natürlich auch. Wir haben ja im letzten Video gelernt, dass eure Federn normalerweise blau sind, beziehungsweise rot bei den Rennsportfahrwerken. Genau. Hat geklappt? Ja, hat geklappt. Wir haben natürlich für dich, weil klar, das Farbkonzept vom Auto ist jetzt nicht gerade rot, haben wir natürlich dir die Komponenten in Orange passend zum Auto Pulver beschichtet. War auch kein Problem. Sieht auch einfach schäffig aus. Ne? Optisch wirklich, muss ich sagen, gefällt es mir auch sehr gut. Die alten Federn waren weiß, aber ich finde es in Orange. Ja. Passt das irgendwie, ne? Ja. Hier sehen wir auf jeden Fall Aludämpfer. Genau, das ist ein vollwertiger Aluminiumstoßdämpfer. Sehr leicht. Also wir haben eine Gewichtsersparnis von knapp 43%. Das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass ja vorher auch schon ein, ich sag jetzt mal, gutes oder Rennfahrwerk drin war. Ne? Auf jeden Fall. Also es war, man muss das auch ganz klar sagen, es war vorher jetzt nichts Schlechtes drin. Ja. Es war natürlich jetzt von der Abstimmung anders, jetzt nicht passend für deine Bedürfnisse. Aber ich würde mich jetzt, weiß Gott, nicht hinstellen und sagen, was da drin war, war Müll. Ja, ja. Und jetzt ist das super toll, um Gottes Willen. Also das Serienfahrwerk ist natürlich nicht schlecht. Wir haben es halt nur jetzt auf dein Bedürfnis komplett angepasst und natürlich verbessert, die Abstimmung. Ne? Also wir haben ein 50er Rennfedersystem. Das erkennt man daran. Wir haben der Innendurchmesser der Rennfeder beträgt 50 mm. In der Regel verwendet man bei den normalen Rennfedersystemen, so wie man es kennt, immer 60 mm. Ging natürlich hier auch beim Bauraum und so, mussten wir jetzt aufpassen, weil A, hast du natürlich auch hier die Abdeckung, die natürlich auch arbeitet. Also Stoßdämpfer arbeitet ja auch hier in der Höhe und deswegen konnten wir auch nicht so weit nach außen aufbauen, weil sonst da nämlich der Kontakt zustande gekommen wäre. Ne? Ja, also wir haben hier eine Aluminiumausführung an Vorder- und Hinterachse, komplett mit Härteverstellung. Bis zu 24 Klicks können wir jetzt in dem Fall einstellen. Wir befinden uns aktuell bei einer Abstimmung von 15 Klicks an der Vorderachse, 16 Klicks an der Hinterachse. Was es damit zu tun hat,
werde ich euch in den nächsten Minuten auch nochmal erklären, weil ich finde, jetzt so ein paar über Klicks zu sprechen, das macht wenig Sinn, wenn man gar nicht weiß, was da passiert. Ne? Hast du Fragen? Mhm. Also ich kann mir so gar nichts bei drunter vorstellen, wie man so ein Fahrwerk abstimmt. So, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie auf Rennstrecke unterwegs wäre mit verschiedenen Abschnitten und man so ein bisschen Zeiten messen kann und so weiter, ne? Ja. Da hat man halt immer gleich einen Beweis. Hier geht es ja rein um Gefühl erstmal. Genau, du musst ein Gefühl fürs Auto bekommen, das war uns auch ganz wichtig. Unser Werkstattmeister, der Marcel Hoppe, ist seit über 20 Jahren wirklich professioneller Rennfahrer. Ist natürlich auch unser Vorteil und auch Glück, weil da haben wir natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz, was so Sachen angeht, die wir beide gar nicht merken. Mhm. Also da muss ich auch ganz klar sagen, er ist das Auto gefahren, dann bin ich das Auto gefahren. Und klar haben wir jetzt auch ein Gefühl. Aber das, was der Junge im Popometer merkt, das merken wir beide gar nicht. Da muss so ein Profi für sein. Da muss ich jetzt leider einmal zwischengerätschen, weil ich so drauf bestanden habe letztes Mal, was du sagst, wenn das Auto gefahren ist. Ja, also ich bin ihn gefahren. Ich bin jetzt kein Rennfahrer, aber würde behaupten, dass ich auch schon dieses gewisse Gefühl habe. Der Wagen fuhr dahin, aber nicht dahin, wo du wolltest. Mhm. Also die Vorderachse schob zum Beispiel komplett weg. Und du hast auch gemerkt, die ganzen Führungskräfte, Seitenführungskräfte, die Karosserie an sich in Harmonie mit dem Fahrwerkspaket hat nicht harmoniert. Mhm. Wir haben das ganz einfach gemerkt. Der Reifenluftdruck, der stieg innerhalb kürzester Zeit extrem an. Mhm. Wir hatten den eingestellt so bei 1,8, 1,9. Ruckzuck eine Runde waren wir schon bei 2,3, 2,4. Du hast einfach gemerkt, die gesamte Kraft ging komplett auf den Reifen. Das heißt, das ganze Auto an sich hat nicht harmoniert und nicht gearbeitet. Der Reifen musste alles aufnehmen. Mhm. Und dann merkst du einfach, das Auto kommt super schnell in den Grenzbereich und macht natürlich nicht das, was es eigentlich machen könnte oder auch machen soll. Und vom Fun-Faktor? Fun-Faktor ist brutal. Kann man nicht anders sagen. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, wer noch nie so ein Auto gefahren ist. Guckt irgendwie, dass ihr die Möglichkeit bekommt. Also ich sage, ich bin schon viele Autos gefahren, aber das Ding ist der Wahnsinn. Ja. Also du brauchst nicht mal 600 PS. Das Auto macht Spaß. Du denkst, du sitzt echt in einem Go-Kart, in flott und du willst da gar nicht mehr aussteigen. Ist aber auch nichts für Langstrecke oder so? Nee, nein, nein. Also Langstrecke nicht. Ich bin, glaube ich, eine Strecke 33 Kilometer gefahren und dann war auch so... Kannst du das René noch mal kurz erzählen? Also der René versucht, mit dem Auto gleich nach Hannover zu fahren. Ich weiß nicht, wie er es machen will. Also ich habe gesagt, das ist eine Katastrophe. Ist ja nicht so, dass wir nicht oft mit dem Anhänger fahren, aber René wollte unbedingt das Ding auf Achse zurückfahren. Also fahren wir ihn heute auf Achse zurück. Also ich brauche auf jeden Fall von dir Fotos und eine Voicemail, wie es ihm nach 100 Kilometern geht, voll im Autobahn. Weil über die Landstraße macht das Auto Spaß, ja wirklich Spaß. Aber geradeaus auf der Autobahn, du hast ja ohne Ende Wind, du bist ja komplett den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Also es wird deutlich besser, sobald du einen Helm aufhast. Ja. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Aber trotzdem sitzt du bei 130 in dem Ding drin, es ist laut und so weiter. Da habe ich eine Frage. Das habe ich gar nicht recherchiert. Besteht Helmpflicht? Nein, das war einfach. Das war ein Sonnenbrille, weil die Diskussion kam auf. Ja. Wir waren uns Helmpflicht, Helmpflicht wäre ja nur bei, ich sag jetzt mal, Fahrzeugen wie Quads, Motorräder und so weiter. Ja. Da das ja aber ein Auto ist, ein Cabrio, das brauchst du auch keinen. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob es da eine Sondergenehmigung für gibt, dass nur dieses Auto befreit ist, dass du keinen Helm haben musst. Ja. Das weiß ich so genau nicht, aber du brauchst auf jeden Fall keinen. Also bis 120 war es mit einer Sonnenbrille okay. Ja, ab 120 wird es sportlich. Bei 150 denkst du, du fährst 500. Ja. Genau. So, okay, jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt geht's weiter abstimmen. Wie war der Werdegang so beim Abstimmen? War erst zu hart, zu weich, zu stark, genau. tief, zu hoch? Richtig, also wir haben uns erstmal eine Basis geschaffen. Was kann das Auto jetzt? Ist-Zustandaufnahme, so wie ich das ja in dem ersten Video beschrieben hatte. Und dann natürlich, wo soll die Reise hingehen? Ne? Dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt, Brainstorming. Was wird mit dem Auto überhaupt gemacht? Wo fährst du damit auf der Straße? Rennstrecke? Was kommt da an Leistung rein? Wo brauchen wir die Traktion? Und so weiter und so fort. So, dann haben wir uns erstmal so einen Hausaufgabenplan aufgestellt und den dann natürlich abgearbeitet. Gerade bei so einer härteverstellbaren Fahrwerksausführung ist es ganz wichtig, auch wichtig für euch, weil es werden natürlich auch viele von euch härteverstellbare Fahrwerke im Fahrzeug haben. Solch ein Fahrwerk wirklich perfekt abzustimmen, ist nicht ohne. Und ich würde auch behaupten, dass es nicht wirklich jeder kann. Also ich sage es auch ganz ehrlich, ich selber, wenn ich mich jetzt an so ein Auto dran setzen würde, ich würde es auch nicht hundertprozentig so hinbekommen, wie jetzt zum Beispiel unser Marcel, der wirklich komplett die Erfahrung über Jahre hat. Wichtig ist bei einer härteverstellbaren Fahrwerksausführung, man dreht den Stoßdämpfer erst immer zu, komplett zu und arbeitet sich dann in Richtung auf. Warum macht man das? Also hart nach weich. Genau, man macht das Auto immer hart und geht dann in Richtung weich.
Warum macht man das? Wenn du das Bypassventil zum Beispiel öffnest, also das zeige ich euch gleich, wenn wir den Demodämpfer offen liegen haben, da seht ihr das genau. Du hast das Ventil, was dafür sorgt, wie viel Ölmenge in der Sekunde da durchfließt, also sprich die Federung. Wenn du den jetzt ganz zudrehst, ist das Ding hart, klar. So, wenn du den jetzt aber aufdrehst bis 24 Klicks, ab einem gewissen Bereich merkst du den Unterschied nicht mehr so deutlich. Mhm. Wie wenn du jetzt von auf in Richtung zu gehst, hast du nicht dieses Gefühl, wie wenn du von zu auf gehst. Mhm. Weil du bist hart und wirst halt immer weicher und dein Popometer sagt dir, ah, okay, in die Richtung passt es, da vielleicht nicht, da noch ein Klick weniger oder mehr. Andersrum wirst du es fast nicht perfekt hinbekommen. Und hardware-seitig hat aber gleich das erste, was ihr gebaut habt, gepasst? Oder musstet ihr an den Federraten, an den einzelnen Ventilen da drin und so weiter auch noch ein bisschen spielen? Tatsächlich hat die erste Ausführung gleich gesitzt, aber auch nur deswegen, weil wir auch Erfahrung vorher hatten. Wir hatten ja schon mal ein Fahrzeug da vor 10 Jahren, hatten aber, wie ja schon besprochen, nur die Vorderachse gebaut. Da hatten wir schon ohne Ende Grundmaterial an Daten und Informationen da. Und natürlich auch gleich Marcel eine Runde mit dem Auto gefahren und wusste gleich, was wir brauchen. Mhm. Da hat uns das schon sehr einfach gemacht. Aber Marcel auch happy. Marcel ist sehr happy, ja. Marcel war erst noch unzufrieden letzte Woche, weil wir zu wenig Sturz hatten. Das Problem ist bei dem Auto, du kannst halt den Sturz nicht einstellen. Dafür gibt es sogenannte Sturzplatten. So, wie ihr hier erkennen könnt, haben wir hier 4 Aufnahmepunkte der Querlenker. Einmal die oberen, 1, 2. Und einmal die unteren, 1, 2. Um jetzt dem Auto mehr Sturz an der Vorderachse geben zu können, ist klar, wir müssen den Winkel der unteren Aufnahmepunkte nach außen schieben, damit quasi das ganze System kippt. Das bekommt man hin, wie ihr hier erkennen könnt, wenn du jetzt mal ranzoomst, sind hier orangene Plättchen dazwischen verbaut. Kann man das gut erkennen auf der Kamera? Ja. Genau, diese sind 4 mm stark und sorgen dafür, dass der Querlenker in der Sekunde ein Stück weiter rauskommt, also um diese 4 mm, und automatisch generieren wir am Rad über die Übersetzung bis zu 2 Grad Sturz. Mhm. 4 mm ist ja schon ein bisschen was. Richtig, genau. Und das war das Problem von dem Auto. Das Fahrwerk-Setup war an sich super, fuhr auch schön. Aber Marcel sagte ganz klar, mit dem Auto eine Runde über der Rennstrecke, die erste Kurve fährt das Auto geradeaus weiter. Mhm. Und da war der auch wirklich so ehrlich, also ist er natürlich, und sagt auch ganz klar, Stopp, wir brauchen Sturz an der Vorderachse, wir müssen diese Federplättchen, also diese Aufhängungsplättchen bestellen. So, die haben wir dann auch besorgt. Siehe da, jetzt sind wir so bei 2,1, 2,2 Grad Sturz an der Vorderachse und etwa 1,5 Grad Sturz an der Hinterachse. Mhm. Warum an der Vorderachse mehr? Vorderachse, so gut wie kaum Gewicht. Die Vorderachse ist auch bei deinem Auto progressiv abgestimmt. Mhm. Progressiv nicht durch die Federn, sondern die Dämpferkennlinie. Warum? Die Anlaufphase vom Dämpfer ist erst etwas weich und geht dann in eine lineare Funktion über. Warum machen wir das? Die Vorderachse braucht ja keine Traktion an sich. Die Vorderachse muss arbeiten können, die muss um die Ecken fahren können. Ne? Also die ganze Karosse an sich muss natürlich dafür sorgen, dass es die Energie absorbieren, verarbeiten kann und der Reifen nicht zu überstrapaziert wird. Mhm. Die Hinterachse wiederum mit 1,5 Grad Sturz ist linear abgestimmt, der Stoßdämpfer. Das heißt, du hast eine, sehen wir auf dem Diagramm gleich, einen linearen Anlauf, der komplett sich so durchzieht. Wieso? Die Hinterachse braucht Traktion. Du hast den Motor hinten, du hast das meiste Gewicht hinten und du hast die ganze Power hinten, Antriebsachse. Deswegen brauchst du hinten die Traktion und deswegen hinten linear und vorne progressiv. Wie gesagt, auf dem Diagramm kann man das sehr gut erkennen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gleich so richtig gespannt, wie man das in dem Dämpfer progressiv hinbekommt. Ja. Weil das geht ja über den Federweg, also über den Regelweg von dem Stoßdämpfer, muss das ja irgendwie progressiv werden. Genau. Weil die Federn sind vorne und hinten linear. Genau, richtig. Die sind linear. Ja, du hast ein Rennfedersystem, die sind linear. Ah, die sind immer linear, die Rennfedern. Mhm, genau, die sind immer linear, die Rennfedern. Du hast halt die Zusatzfeder, die im normalen belasteten Bereich ist die Zusatzfeder immer komplett zusammengefahren auf Block. Warum? Diese Zusatzfeder hat keine federnde Wirkung, sondern diese Zusatzfeder sorgt nur dafür, wenn das Auto in den entsprechenden Momenten und Fahrsituationen ausfedert, dass es in der Sekunde über ausreichend Vorspannung verfügt. Ne, weil hättest du sie nicht, und die Vorspannung verliert auf einmal über die Hauptrennfeder verliert über die Vorspannung. Ist natürlich klar, du hast ein komplett indirektes Fahrverhalten und kann natürlich auch sich verkanten und so weiter und so fort. Ne? Jetzt gerade ist halt nur ein bisschen ausgefedert. Genau, wir haben den ja angehoben, weil der Stoßdämpfer ausgebaut ist. Deswegen ist der nicht belastet, sondern entlastet. Ne? Wie ist das neue Fahrwerk im Verhältnis zum alten Fahrwerk? Vom Gefühl. Von der, ich sag jetzt mal, Abstimmung her, ist es eher Federn härter, Feder weicher?
Und von der Dämpfung und so weiter? Wir haben die Federrate angezogen. Wir haben an der Vorderachse sogar tatsächlich die Federrate verdoppeln müssen. Weil, ja, du kannst, also diese Autos haben einen Bereich von im Rennbetrieb Vorderachse, nur mal so als Vergleich für euch, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Es werden Federraten an der Vorderachse verbaut von 30 bis 90 Kilo, also Newton. Mhm. Es war verbaut 16 Newton. Wir sind jetzt bei 30 Newton, weil wir den Kompromiss haben als Straße. Wir könnten rein theoretisch, wenn du sagst, das wird ein reines Renngerät mit Slicks und das ganze Paket wird abgestimmt auf Rennbetrieb, kannst du sogar bis auf 90 Newton an der Vorderachse hochgehen. Ich vermute, der braucht, also im Rennbetrieb werden die so eine harte Feder haben, weil wenn das Ding wirklich Slicks vorne drauf hat, die richtig heiß sind, dann kriegt das Ding ja schon nochmal utopisch mehr Traktion vorne. Total. Und dann kannst du wahrscheinlich auch utopisch einfach mehr bremsen auf der Vorderachse und dafür braucht er diese harten Federn, dass er nicht komplett auf Block geht. Ne? Vor allem kannst du die einfach mehr belasten. Ja, ja, klar. Weil die Dinger kommen natürlich auch super schnell an die Grenze. Ja, ne? Ja, nee, klar. Und wenn du da so einen Slick hast, der erstmal 90 Grad hat, wird das Ding natürlich sich richtig in den Boden beißen. Ne? Genau, der Belastungsbereich verschiebt sich dann ja extrem, ne? Weil ich sag mal, das Fahrwerk an sich ist natürlich eins der wichtigsten Bauteile vom Fahrzeug. Eines der wichtigsten Bauteile, nicht das Wichtigste. Das ganze Paket an sich spielt hier die Rolle. Deine Reifen, deine Bremsen, die Geometrie, Sturz, das Fahrwerk an sich. Wie arbeitet das ganze Paket miteinander zusammen? Ne? Das ist sehr wichtig. Du kannst das tollste und beste Fahrwerk auf diesem Planeten haben. Wenn aber der ganze Rest dazu nicht passt oder harmoniert, bringt dir das gar nichts. Und genauso umgekehrt auch mit den Reifen und mit den Bremsen auch. Stabis, das ist alles eine Rolle. Bremse ist übrigens das nächste Thema an dem Auto. Die ist, genau. Ja. Wollte ich dir sagen, das Auto fühlt sich super an. Du denkst, du fliegst, aber sobald du auf die Bremse trittst, denkst du, okay, da müsste eigentlich mal was passieren. Die hat es hinter sich, also das ist die nächste Aufgabe. Dann. Ja, also optisch habt ihr mich schon mal hundertprozentig überzeugt. Ich würde sagen, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Stoßdämpfer-Talk und wir gucken uns das Ganze mal frisch an. Ja, machen wir. Hier sind wir im Dämpferbau. Hier sitzt auch der Dieter Gerold, seit 30 Jahren bei uns in der Fahrwerksentwicklung mit tätig und hat einen extremen Erfahrungsschatz, was Rennsportsachen angeht. Der Typ ist einfach eine Legende für mich. Ist auch übrigens der, der deine Limo abgestimmt hat, das neue Fahrwerk gebaut. Ich erinnere mich, ich habe auf jeden Fall schon mal mit ihm telefoniert. Ja, genau. Das war nämlich so, ganz kurz, der Dieter hat das Auto von Philipp noch nie gesehen. Das Einzige, was Dieter wusste, waren die Informationen, die ich ihm gegeben habe. Dieter, wir haben das und das Auto, wir haben das und das Gewicht, wir haben die Leistung und das soll das Auto in etwa können. Der Typ ist so hart, der geht in sich, wie so ein Daniel Düsentrieb, denkt nach, überlegt, macht eine Auslegung und funktioniert er. Der ist der Hammer. Mich interessiert 30 Jahre, ne? Mich interessiert wirklich deswegen jetzt auch so krass, wie man sowas auslegt, weil ich kann es mir im Stoßdämpfer immer noch nicht so vorstellen. Ne? Das zeige ich euch jetzt, komm mit. Ja, das ist schon an der Federwaage. Hallo Dieter! Morgen Silo, hallo! Morgen! Ja, machen wir erstmal. Hallo! Morgen! Dieter! Silo! Morgen! Ich habe die Jungs schon mal so ein bisschen vorgewarnt und die schon mal vorgestellt, dass du 30 Jahre Erfahrung hast und wie du auch seine Limousine abgestimmt hast, die S4 Limo, wenn du dich erinnern kannst. Wie das alles geklappt hat. Alles Beste, hat on point gepasst quasi. Sogar das Gallardo-Fahrwerk hast du ihm gebaut, ne? Genau. Und jetzt sind wir gerade an dem Thema KTM dran. Und wir hatten ja schon ein bisschen was vorbereitet, dass du so nett bist und einfach mal den Zuschauern erklärst, was passiert in dem Stoßdämpfer tatsächlich, was macht das Einstellrädchen, was bewirkt eigentlich das Drehen an dem Rädchen, was jeder kennt, im Dämpfer drin, weil das sieht ja kein Mensch. Ich muss einmal ganz kurz zwischengrätschen, was passiert hier eigentlich genau? Ihr macht nur die ganzen Rennsportfahrwerke oder auch nur die Abstimmung von den Rennsportfahrwerken? Alles. Alles. Also alle Rennsportfahrwerke werden hier auch zusammengebaut? Wir haben ein Portfolio von sehr vielen Rennfahrwerken für Bereich Slalom, Bergrennen, Nordschleife, Rennen allgemein eben enthalten, auch Rallye, Autocross, alles Mögliche. Und wir haben einen Bestand, wo die Leute bestellen können oder eben halt eine Absprache. Die rufen bei mir an, sagen hallo, wir müssen für den und den Einsatzzweck dieses oder jenes Fahrwerk haben. Und wir bereden die Sache, reden drüber und fertigen individuell ein Fahrwerk für die Leute an. Das geht auf jeden Fall. Und die entstehen dann alle auf dem Tisch hier? Ja. Also geht quasi fast jedes Fahrwerk durch deine Hände, so ungefähr. Jedes Rennsportfahrwerk. Rennfahrwerk und Rallyefahrwerk auf jeden Fall. Ja. Entweder wo ist der Unterschied zwischen Rennen und Rallyefahrwerk? Eine vollkommen andere Geschichte. Eben halt, Rennen ist eben halt meist topfebene Fahrbahn, andere Arbeitswege, andere Kennung, andere Anlaufkurven. Also nur andere Auslegung.
andere Höhen, Standhöhen, andere Arbeitswege, Ausfederwege etc. Okay, ja, so viel dazu, nur kurz. Ja. Und jetzt können wir uns mit dem Fahrwerk beschäftigen. Na gut, KTM, einmal zu dem Dämpfer, ist ein Einrohr Gasdruckstoßdämpfer. Das will heißen, der Dämpfer hat zwei Räume, einen Gasraum und einen Ölraum, einen Arbeitsraum. Das bedeutet, wir haben einen Trennkolben dabei für den Gasraum und oben einen Arbeitsraum, Ölraum, wo der Arbeitskolben durcharbeitet. So, in diesem Fall haben wir einen einstellbaren Stoßdämpfer mit einem Nadelventil, das wir beaufschlagen können und dadurch die bestehende Kennung härter oder weicher stellen können, nach Bedarf eben halt. Ne? Was bedeutet Nadelventil? Wir haben hier einen Düsenstock. Boah, ist ja wie bei Björn, jetzt wird hier noch gezeichnet. Mhm. Ein Düsenstock eben halt, ne? Wo eine Nadel drin läuft, die eben hoch und runter gemacht werden kann und dann Bypass dadurch geöffnet wird. Okay, also das ist der Teil, die man einstellbar und die kann man quasi weiter rein und weiter rausfahren. Ganz genau. Und somit einfach nur den Querschnitt beeinflussen. Du regulierst quasi die Ölmenge. Mhm. Okay, und verstanden. Dann, in der Regel geht die Kennung über diesen Scheibenaufbau eben halt, ne, beim festen Setup. Und einstellbar ist eben hier der Düsenstock drin mit dem Nadelventil auf und zu. Man kann dann eben halt noch variabel einstellen. Das heißt, es gibt erstmal eine Basisabstimmung, die kommt durch die Scheiben, Abstände, Löcher und so weiter. Genau. Und dann hat man zusätzlich noch das einstellbare Ventil. Genau, nur so ist es. Kann man grob sagen, prozentual, wie viel Prozent man über das Ventil einstellt und wie viel man über die Grundauslegung eigentlich einstellt? Pauschal, nein, es kommt immer auf das Grundsetup an, weil eine harte Abstimmung, eine hohe Abstimmung hat natürlich mehr Einstellbereich wie eine flache Kennung enthalten. Aber wir können bei den meisten Kennungen von einer progressiven über lineare in eine degressive Kennung übergehen. Wir können dabei fast alle Fahrzustände oder Einlenkmomente hervorholen. Das heißt, wenn die Grundauslegung falsch ist, kriegt man das über das Ventil dann wieder eingestellt? Bedingt. Also man sollte schon von der Grundkennung her halbwegs richtig liegen. Die Grundkennung liegt natürlich auch immer daran, wo ist der Dämpfer eingebaut, welche Übersetzung vom Rad der Dämpfer besteht. Und dann richtet sich auch die Gesamthärte und auch die Anlaufrate von dem Dämpfer. Und diese Dämpfer sind linear, progressiv? Die Hinterachse, die ist jetzt linear ausgelegt für bestmögliche Traktion. Das hat der Seno nämlich auch schon angerissen eben gerade. Und da wollten wir auf jeden Fall nämlich nochmal einsteigen. Und hier schön kontinuierlich geht die hoch und runter eben halt. Ne? Mhm. Und an der Vorderachse war die Prämisse gewesen, dass der Wagen vorne arbeiten muss eben halt. Ne? Der Wagen muss vorne ein bisschen einknicken, der darf nicht zu stark, nicht zu steif sein der Wagen. Daher die progressive Abstimmung, weicher Anlauf. Weicher Anlauf eben halt. Und wir können auch an der Vorderachse, je nach Wunsch eben halt, die Kennung von einem progressiven Kraftanlauf über ein Linear hinterher und bis zu einem regressiven harten Anlauf. Okay, das heißt linear heißt, je weiter der Kolben reinfährt, je härter wird die Dämpfung? Kommt von der Geschwindigkeit an. Die Geschwindigkeit ist entscheidend. Ah, ach so. Okay. Kolbengeschwindigkeit. Das heißt, du bist ja. So, okay, dann wird da jetzt macht es nämlich auch Klick bei mir im Kopf, deswegen habe ich mir überlegt, wie man eine Progressivität da reinbekommt. Mhm. Es geht nicht darum, wie weit der Kolben reingeht, sondern wie schnell er reingeht. Ganz genau. Genau, du hast ja ein Diagramm hier ganz klar zu erkennen: Kraft mal Geschwindigkeit. Mhm. Ne? Und man sagt so in der Automobilindustrie, bis 0,26 misst du den Low-Speed-Bereich und zwischen 0,26 bis 0,52 misst du den High-Speed-Bereich. Mhm. Das kannst du halt hier an dem Diagramm gut erkennen, wie die Anlaufphase ist, wie spricht der Dämpfer gleich am Anfang an, ne? Oder hat er einen weichen Anlauf, einen harten Anlauf oder einen linearen Anlauf. Ne? Okay, bei einer eigentlichen Feder kriegt man das ja nicht hin. Die ist entweder linear, da ist die Geschwindigkeit egal, dann geht es rein um den Weg. Genau, das ist immer die Silberrate im Tag. Ne? Außer man hat eine offene Helper und macht ein Paket, wo dann ein progressiver Aufbau passiert. Aber in der Regel eben halt. Aber selbst da wäre es dann bei einer progressiven Feder, ist theoretisch die Geschwindigkeit egal. Da geht es dann in der Progressivität nur, wie weit sie einfedert. Ja. Genau. Okay, ja, cool. Also wieder was gelernt. Okay, Hinterachse linear wegen Traktion. Bingo. Das ist immer gleich. Ja. Vorderachse progressiv. Weicher Anlauf, sprich, das heißt, wenn man langsam fährt. Rein, du gibst ihm erst die Möglichkeit zu arbeiten und dann bekommt er seine Kurve. Ne? Wenn man aber einen richtigen Schlag drauf geben würde, dann ist hart. Der hat immer diesen, erstmal für kurzen Moment den weichen Anlauf und dann wird sie quasi nach hinten raus linear. Ja. Da ist jetzt der Punkt, wie kriegt man sowas technisch realisiert? Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen vorne und hinten?
Oder einfach für nochmal einen Arbeitskolben eben halt, ne? Und die Art der Scheibe, die verbaut werden. Weil es geht ja beides durch das gleiche Ventil. Egal, ob es langsam oder schnell geht, muss es ja eigentlich durch das gleiche Ventil. Aber hier hast du ja die Grundhardware. Die Federplättchen sorgen ja als Hardware dafür, in welche Richtung du mit der Abstimmung des Dämpfers gehst. Ja, der Dieter könnte jetzt auch die Federplättchen verändern und dadurch die Charakteristik des Stoßdämpfers. Und dann verändern. Kann es sein, dass er mal linear und mal progressiv ist. Das entscheidet Dieter anhand der Abstimmung des Dämpfers. Ja. Also diese Kennung, die jetzt hier liegt, ist eine degressive Kennung von der Vorderachse. Das heißt, ich habe ja einen degressiven Arbeitskolben und eine Bypass-Scheibe. Das sind schon mal die ersten Bauteile, die... Ganz kurz für euch, für die Zuschauer. Hier kommt das Öl quasi durch. In den kleinen Hüben, genau. Genau, hier schießt das Öl durch, wovon wir die ganze Zeit reden, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Also hier schießt das durch und über das Rädchen entscheidet ihr, mit wie viel Geschwindigkeit das Öl hier durch kann oder nicht. Also der Widerstand. Entsprechend das wiederum sorgt für die Abstimmung des Dämpfers, ob hart oder weicher. Diese beiden Öffnungen, das ist der Bypass dafür. Nur mal so ganz kurz rein. Was anderes? Das ist ein degressiver Arbeitskolben und hier ist ein linearer Arbeitskolben im Tag. Ah, okay, also doch ein Unterschied. Genau. Und weil in der... Sieht ein bisschen aus wie eure Vorrichtung zum Federnschleifen im Kleinen. Genau. Ja, und dazu einen Aufbau, einmal vier Durchlässe und einmal zwei Durchlässe, ist meist gefordert, weil im normalen Straßenbetrieb ist die Zugstufe immer geringer als die Zugstufe. Nächste Frage. Wenn ein Stoßdämpfer progressiv ist, ist der dann sowohl auf der Druckstufe als auch auf der Zugstufe progressiv? Kann man bestimmen. Kann man auch bestimmen, okay. Kann man bestimmen. Also es kann auch sein, dass er beim Einfedern progressiv und beim Ausfedern linear ist. Genau, oder degressiv. Was nicht alles gibt. Ja, trotzdem Sachen auf jeden Fall. Aber das ist ja wirklich schon fast alles gar nicht. Ich sag, klar, man kann es natürlich messen, aber das ist ja wirklich rein erfahrungswert eigentlich, ne? Wie man das jetzt so zusammenbaut. Ja, genau. Weil 30 Sachen, Jahre. Ja, oh mein Gott, ja. Du wirst auch älter. Leider ja. Okay, cool. Immer wieder für mich so ein Erlebnis, diesen Alu-Dämpfer anzufassen. Ne? Du bist ja sowieso Leichtbau-Freak, was das angeht, ne? Das hält nichts. Und dann natürlich auch diese 50er Federn, ist dann natürlich nochmal die Steigerung. 43% Gewichtsersparnis. Ja. Zu dem schon verbauten guten Fahrwerk. Mhm. Ja, okay, das ist halt auch nichts ohne Feder. Ja, 50er Rennfedersystem ist das. Ne? Also siehst du ja ganz klar. Die Steigerung dann noch. Genau, ich weiß gar nicht, ob wir beim Lambo. Ich habe eine 60er hier, dass man das mal zeigen kann. Als im Vergleich. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir beim Lambo 50 oder 60er haben. 50. Weiß ich meine auch 50. Ja, 100%. Ne? Ja, du hast beim Lamborghini hast du an der Vorderachse, Hinterachse auch Aluminiumdämpfer. Schwarzes 50er Rennfedersystem. Ich meine auch, ne? Auch härteverstellbar. Ja, ja, auch einmal das volle Programm, genau. Sieht halt noch natürlich schon sehr klein aus, das Ganze. Aus, ne? Ja, sehr filigran, genau. So, aber dann trotzdem halt schon noch recht viel Federrate, ne? Ja. Ja, gut, das wäre jetzt in dem Fall die Vorderachse, die wir ja gerade ausgebaut haben am Fahrzeug mit den 30 Kilo. Das erkennt man zum Beispiel als Kennzeichnung für euch hier ganz gut. HF, ne? Hochfeste Rennfeder. 160 sagt einfach nur, die ist 160 mm ungespannt lang. 50 mm, also die 50 verrät 50er Innendurchmesser und die 0,30 verrät in dem Fall die Federkraft, also die Rate, die Federrate, 30 Kilo, 30 Newton. Ne? Das beschreiben hier die Kennzeichnung. H&R und das GT, das ist der Produktionscode, damit wir immer erkennen können, in welcher Charge wurde diese Feder gefertigt. Damit wir da halt auch das Qualitätsmanagement wieder mit im Boot haben. Ne? Hier sieht man jetzt mal ganz gut diese Einstellungsarbeit, ne? Diese genau. Auslegung ja. Mit den ganzen Scheiben. Genau, guck mal, da hat der Dieter jetzt zum Beispiel eine 60er Feder mit. Und ich meine, wenn du die jetzt mal vergleichst, ja, ja. Ne, die kannst du ja schon bald mehr oder weniger, ne, nicht ganz, aber du siehst halt schon den deutlichen Unterschied. Und ne? Man würde immer so denken, wenn du die Feder hast und die Feder denkst, würde man denken, die ist x-fach härter, ist aber eigentlich kaum. Ne, 40, nee, an sich gar 40 nicht. Zu 30. Als Vergleich. Hochfeste Rennfeder, 180 mm lang, die ist also genau 20 mm länger ungespannt, hat halt einen Innendurchmesser von 60 anstatt 50 und hat eigentlich nur eine Federrate von 10 Newton mehr gegenüber der kleinen. Deutlich kleiner, ne? Genau, ist einfach nur, was das angeht, hier der Bauraum, ne? Tja, cool. Okay. Ja, Dieter, wolltest du noch ergänzen? Nadelventil unten drin, Einstellung aber oben. Genau. Über den Kopf durch diese lange Stange dann hier. Genau, lieber Aufschlag das Ventil oben halt. Über eine Verstellschraube. Wie funktioniert das mit den Klicks? Dass das so schön Klick macht. Weil es ja eigentlich ein stufenloses Ventil da unten drin ist. Genau, ist nicht keine große Geschichte.
ist ein Innensechskant drin, wie man sieht. Ne? Mhm. So, und da kommt eine Schraube rein. Mit. Jetzt wird es filigran hier. Okay. Ein Federchen. Mhm. Am besten in die Kamera, damit die Zuschauer das erkennen. Ja. Mhm. Okay. Die kommt hier oben rein und die beiden Kugeln am Ende der Feder. Die machen Klick, Klick, Klick. Die laufen an dem Innensechskant ab eben halt. Ne? Ganz einfach. Und eine Umdrehung ergeben 6 Klicks. Und die haben jetzt so eingestellt, dass da 4 Umdrehungen machen, also 24 Klicks. Mhm. Und dadurch hat man eben den Verstellbereich hin. 24 ist ganz auf, 0 ist ganz zu. Ja, gut weich. Genau. Also. Da werde ich jetzt jedes Mal dran denken, wenn ich an diesem Fahrwerk umstelle, wie dieser Mechanismus da drin ist. Ich habe immer gefragt, wie man diesen Klick da drin kriegt. Da müssen wir auch noch drauf eingehen. Wir haben ja extra die Abstimmung so gewählt, dass Philipp ja auch die Mehrleistung in das Auto verpacken kann und das Fahrwerk das auch wiederum kompensieren kann. Bedeutet, Dieter hatte gleich die Info vorab gehabt, Leute, in das Auto kommt um die 500 PS rein, also nochmal 200 mehr als jetzt. Ja. Idealerweise kann das Fahrwerk das gleich mit kompensieren. Mhm. Bedeutet, wie stimmt man sowas ab? Ist ja immer die häufigst gestellte Frage, ne? Wie stimme ich jetzt mehr Leistung, andere Fahreigenschaften ab? Wie gehe ich da voran? Und Dieters Faustregel, also Erfahrungswert, sagt in deinem Fall, du schraubst das Fahrwerk, du bist ja jetzt bei 15 Klicks an der Vorderachse, 16 Klicks an der Hinterachse. Du gehst erstmal auf eine Basis. Du schaffst eine Grundstellung, die würde Dieter vorschlagen, ist bei 10 Klicks. Du stellst also auf 10 Klicks ein und tastest dich halt langsam heran. Mhm. Wie verhält sich das auf? In Kurven, beim Einfedern, beim Ausfedern und so weiter und so fort. Angenommen, wir würden mit diesem X-Boot doch noch mal ein bisschen Viertelmeile fahren wollen. Und das Ding hat auf einmal 200 PS mehr und hat Slicks hinten drauf. Was müssten wir an dem Fahrwerk ändern, damit die Traktion mehr wird? Okay, hinten auf jeden Fall härter werden, in dem, was ihr vorher fahrt. Man hat ja eine dynamische Achslastenverlagerung, das heißt, der Wagen geht vorne hoch, hinten runter und will hinten ein bisschen mehr Druck drauf bekommen. Mhm. Das heißt, also hinten würde ich den Dämpfer härter stellen bei der linearen Kennung, Vorderachse sehen. Mhm. Ich sag mal, okay. Ein Fahrwerk ist ein Teil von einem Paket. Das Paket ja, klar. Stimmen, das hatten wir vorhin auch schon. Ja. Und wie ihr das hinterher, es muss herausgefahren aber werden. Aber tendenziell mit Heckantrieb würde man die Federrate dann gleich lassen oder würde man ihm hinten vielleicht eine weichere Feder geben, dass er mehr eintaucht? Kommt auch darauf an, Traktion ist eine Sache eben halt. Ne? Und so ein KTM mit so viel PS, Heckantrieb, okay, Motor ist hinten, da bringt schon gut Druck auf die Hinterachse drauf. Ich bin für normal ein Freund von mechanischem Grip. Und mechanischen Grip kriegt man für normal durch Weichheit eben halt. Man muss das Verhältnis sehen. Okay. Eben halt. Man muss es antesten. Eben halt. Wie bei deinem Limousine. Da sagt, hat der Dieter auch ganz klar die Information gehabt, das Auto hat weit über 1000 PS. Und der Wagen knickt ja hinten stark ein. Mhm. So, wenn du jetzt hingehst und die Hinterachse komplett zudrehst und hart machst, der Wagen hat ja gar nicht die Möglichkeit, die Energie zu absorbieren über die Hinterachse. Ja, sprich, wenn du den hinten zumachst, der würde ja komplett die Traktion verlieren. Das heißt, du gibst ihm schon ein bisschen Raum, dass er die Bewegung machen kann, aber halt nicht zu viel, sondern gerade so in dem Level, dass die Hinterachse arbeiten kann, das Auto aber auch wirklich nach vorne katapultieren. Ne? Ist ja eine Gefühlsgeschichte. Das heißt, Hinterachse auf jeden Fall schon mal tendenziell härter. So wie wir gesagt haben, auf die Basis schaffen 10 Klicks und dann arbeitest du dich halt tatsächlich heran. Eine Frage hätte ich noch, Dieter. 30 Jahre H&R. Was war so das interessanteste Fahrwerk, was du gebaut hast in 30 Jahren? Oder einfach das, wo du sofort sagen würdest, das war's? Mein Gott, ja, ist interessant. Interessant. Lambos und Cup. Und der Civic Cup war sehr interessant gewesen jeden Tag. Da haben wir tolle Erfahrungen mitgemacht. Jedes Fahrwerk ist immer interessant. Ne? Aber kommt immer auf den Einsatzzweck an, auf die Kunden vor allen Dingen. Da gibt es schon mal tolle Reaktionen eben halt. Ne? Und, zumal wir beliefern ja auch die ganze Opel, BMW, was die ganzen Youngtimer, NSU, für Berg, für Slalom eben halt. Ne? Und es ist immer schön, wenn die Leute dann irgendwie am Montag morgens anrufen und sagen, immer, die da hat geklappt irgendwo. Hat funktioniert. Ne? Funktioniert. Ne? Und dann, wie gesagt, hat dieser Feedback ist schon hinter der Sache. Gibt es in Bezug auf Rennsportfahrwerke irgendwie, ich sag jetzt mal, ein neues Zeitalter oder wird ein Fahrwerk immer so bleiben, wie es eigentlich ursprünglich war, mit einem Gas-, Öldruckdämpfer? Kann man schlecht sagen, wie gesagt. Also, es ist komplizierter geworden, die Ansprüche sind höher geworden. Früher war es einfach, die Leute wollten ein Fahrwerk haben,
das funktioniert heute doch differenzierter irgendwo. Mhm. Die wollen doch spezieller was sagen. Vom Grundprinzip her zum Beispiel ein Fahrwerk in einem DTM-Auto, in einem Formel-1-Auto ähnliches, ist auch so aufgebaut. Ja. Die haben da auch noch nichts irgendwie mit elektrischer Verstellung oder ähnliches oder so, ist immer noch konventionell. Du hast ja Regularien. Ja. Die jeweilige Rennserie gibt ja Regularien vor, wie ein Fahrwerk auszusehen darf, was ein Fahrwerk darf und nicht darf. Nicht darf, ja. Und da musst du dich halt natürlich in so einem schmalen Grad bewegen. Da ist aber schon noch so, dass man sich da in dem konventionellen Bereich so befindet. Genau. Es ist ja auch meistens so, dass viele Rennfahrer, und dieses Fahrwerk ist jetzt einfach verstellbar, eine Parallelverstellung eben draußen. Ne? Viele holen sich auch Fahrwerke, die haben doppelt, dreifach, vierfach Verstellung. Das heißt Zug- und Druckstufe. Ja, Zug- und Druckstufe und Lowspeed und Highspeed und hast du nicht gesehen, sind aber meistens damit überfordert. Die wissen gar nicht, was da passiert. Ne? Ja, was passiert, wenn das Ventil auf ist, im Verhältnis zu dem anderen Ventil und sowas. Ne? Die meisten Leute wollen einfach ein Fahrwerk haben, wo die darauf reagieren können. Und den drehen und sehen, dass die und die Reaktion. Ja, das funktioniert auch. Zug- und Druckstufe wird hier im Verhältnis 1:1 immer verstellt. Also das, was man härter wird, ist auch unterschiedlich. Auch auf Basis der. Das Grundset absolut. Okay. Das können wir bestimmen. Ja, cool. Das ist also der Lenker, den wir jetzt brauchen. Ja. Können wir den noch mal einmal da? Ja klar, wir können den laufen lassen. Gucken, ob er funktioniert. Ja. So, jetzt gucken wir uns das Ganze hier noch einmal auf dem Prüfstand an, ob der Stoßdämpfer so ausgelegt ist, wie er sein soll. Das heißt, was passiert hier genau? Wir fahren den Dämpfer ab bis 0,52 Meter pro Sekunde. 0,52 Meter pro Sekunde und dann ist jetzt ganz zugedreht in der härtesten Position und wir drehen nachher nochmal auf. Schauen wir mal. Das heißt, würdet ihr jetzt im Normalfall alle Klicks durchtesten? Nein, nur ganz zugedreht? Bei neuen Setups wird alles alle Klicks abgefahren, um den Verlauf zu erkennen. Wir mal auf. Kommt man im normalen Fahrbetrieb oben an den Anschlagpuch heran? Oder ist es? Das kommt passieren, auf jeden Fall. Dafür ist ja auch gedacht. Ne? Ach, der ist richtig dafür gedacht, okay. Es gibt Puffer, die haben sogar eine mitwirkende Funktion. Die federn teilweise mit. Es gibt viele Fahrzeuge, wo du durch eine Tieferlegungsfeder natürlich den Einfederweg so weit hingehend verkürzt oder einkürzt, dass der Puffer für viele augenscheinlich komplett anliegt. Wo dann alle denken, ey, der Puffer liegt komplett an, das kann ja gar nicht funktionieren. Allerdings haben viele die Eigenschaft, dass sie mitarbeiten und mitfedern. Also das ist quasi gar nicht so nur als Endanschlag zu betrachten ist, sondern als mitwirkender Aspekt zu betrachten ist. Ne? Wie viel hast du denn jetzt aufgedreht? 10, 12, 14. Also ungefähr auf die Hälfte. Null. Schön sehen, wie die Kraft gleich viel weniger wird. Ne? Wirklich weniger wird. Als an dem Kraftauflauf. Also wir haben oben die Zugstufe, unten ist die Druckstufe, die rote Linie ist hart und die grüne Linie ist weich. Ja, also weicher als gerade komplett zu. Ja, man sieht bei der Zugstufe oben, das ist ja degressiv. Ne? Ja, fast degressiv. Ja. Weil die steigt ja stark an und wird dann weniger. Genau. Auch für die Zuschauer gut zu erkennen, wir reden ja die ganze Zeit von bis 0,52, was wir messen, ist hier dargestellt an der 500. Ne? Das ist hier diese 0,52-Wert. Ne? 520. Genau, 520. Das geht dann bis hierhin. Das ist hier halt die Geschwindigkeit und hier haben wir halt die Kraft. Zugstufe, Druckstufe, weich, hart. Das sind dann 500 Millimeter Arbeitsweg die Sekunde. Um da mal eine Größenordnung zu sagen. Ne? 0,52 Meter.
Ja, cool. Okay. Also man sieht aber auf jeden Fall eine deutliche Verstellung, ne? Ja. Im Zugstufenbereich sogar mehr als im Hochstufenbereich. Ja. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass sich es halt nicht gleichmäßig 1 zu 1, ne? verstellt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wenn die Zugstufe halb so viel wird, wird die Druckstufe auch halb so viel. Also man sieht selbst, dass da halt wirklich eine Abstimmung drin ist. Genau. Dass man da auch wirklich was von hat. Und dann ist es natürlich auch, dann ist es ja wirklich mit dieser Einfachverstellung für den Kunden natürlich perfekt, wenn ihr das einfach vorgibt. Ne? Ja, weil ich genau. würde jetzt ja nie im Leben in dem Verhältnis Zugstufe und Druckstufe zusammen verstellen. Das meine ich ja eben. Ich würde da ja dann umklicken und fertig werden. Ne? Das ist ja dieses Phänomen, was sich ja in dieser ganzen Szene so verstärkt hält. Klar ist es schön, dass man sagen kann, ich habe einen härteverstellbaren Dämpfer. Ja, ja. Aber ich behaupte, die wenigsten von uns können damit umgehen, geschweige denn einstellen. Ja. Und wer sich solch ein Fahrwerk zulegt, ist ja wirklich keine schlechte Sache, um Gottes Willen. Aber für den normalen Alltagsgebrauch brauchst du das nicht. Ja. Weil du kannst es nicht einstellen, ich kann es genauso wenig einstellen. Ja. Dieter kann es einstellen, aber einen Dieter findest du auch nicht an jeder Ecke. Ja. Das heißt, du musst dich immer an die erfahrenen Firmen wenden, Motorsportfirmen und so weiter, die das machen können. Die nehmen dir natürlich auch immer eine Menge Geld ab dafür, weil so eine Einstellung, da reden wir über Radlasteinstellung mit allem drum und dran, das machst du nicht für 50 Euro nebenan beim Euromaster oder 80 Euro bei einem Unternehmen, der dir eine Achseinstellung macht. Also das funktioniert so nicht. Ne? So, wir nehmen jetzt das Fahrwerk, beziehungsweise den letzten Dämpfer, stecken den ins Auto rein, gucken uns an, wie René damit nach Hannover fährt. Das will ich sehen. Wir sind, also mich hat es super gefreut hier bei H&R. Wir sind auf jeden Fall noch nicht durch. Ein paar Sachen kommen noch. Ja. Xpo ist auch noch nicht durch, weil wir haben uns nämlich überlegt, bevor wir jetzt irgendwie so halb professionell mit dem Auto durch die Gegenfahrt eine Probefahrt machen und, machen wir lieber mal was Cooles. Und mein Traum wäre es, dass wir das Ganze zusammen auf der Rennstrecke irgendwo testen. Ja, da sind wir gerade dran. So, das wäre unser Traum. Und ich würde sagen, da machen wir dann noch weiter. Ne? Ja. Schön, dass ihr da wart. Das gibt nichts. Der kann nicht so bis nach Hannover fahren. Doch, der ist so durch.